Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. In der letzten Folge sind wir mit den Schollen hier zum Aldi gefahren, die wir jetzt verkaufen. Wenn es verkauft ist, können wir wieder ein bisschen schneller die Zeit voranschreiten lassen. Dann tun wir gerade auf Feld 3 noch die Steine sammeln. So. 666.000. Also es könnte sogar klappen, dass wir jetzt im Januar morgens starten. Mit dem Bau der Zuckerfabrik. Ah, das wäre natürlich schon nice, wenn wir die bauen würden. So. Wir fahren aber jetzt direkt ins Sägewerk. Weil wir ja von dort eh dann wieder alles mitnehmen. Da fahren wir ja täglich hin und holen das Zeug ab. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt noch dann im Plus sind. Wir brauchen ja 1,6 Millionen. Oh, der Hummer am Aldi. Okay, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und zwar, es reicht. Es wird reichen. Das heißt, wir fahren jetzt schon wieder zum Aldi. Also es ist wirklich so, der Aldi ist wirklich unser bester Kunde. Oh mein Gott. Das wird jetzt, da knacken wir locker jetzt die 2 Millionen. Mein Gott. Ich glaube schon, dass 100.000 Leerpaletten in die Zuckerfabrik passen. Halt, hier geht es ja gar nicht rein. Ich wollte jetzt hier schon reinfahren. Möglichkeit, dass wir auch noch die Heutrocknung bauen. Oder eben den Komposter. So. Vom Aldi zum Aldi. Und zwar mit dem guten Hummer. Haben wir bei unserer 45.000 Leerpalette drin. Hummer. 65.000. Ja, egal. Auf geht's, ab geht's zum Aldi. So. Ja, den Weg zum Aldi kennen wir jetzt mittlerweile blind. Aber so langsam aber sicher würde ja auch diese Bienen Sinn machen. Also langsam aber sicher könnte man sich echt überlegen, ein paar Bienenstöcke noch zu platzieren. Einfach um dort auch nochmal ein bisschen Profit rauszuschlagen. So. 65.000 Liter Hummer. Haben zwar noch ein bisschen in der Produktion drin. Aber alles nur dafür, dass wir eben an die nächste Produktion und wieder einen Schritt weiterkommen. Also gefühlt von Update zu Update schaffe ich es, eine Produktion zu bauen. Und der liebe Fat Action haut drei Produktionen wieder raus. Ah, so langsam aber sicher sind wir schon auf dem richtigen Weg, glaube ich. Ich meine, wir haben die Zellstoff. Wir haben das Sägewerk, den Fischer, den Fermenter, Molkerei, Klärwerk,
Gut, das Klärwerk ist jetzt zum Beispiel eine Produktion, die jetzt nicht jeder so schnell baut wie ich. Das ist ja auch klar. Aber trotzdem haben wir sie gebaut. Das sind 600.000, wo sie kostet. Und jetzt können wir uns richtig einen Ast freuen, wenn wir oben aufs Konto gucken. Haben wir gesagt, safe 2 Millionen. Oh, das haben wir jetzt aber deutlich geknackt. Holy moly. Ja, gut, das haben wir echt deutlich geknackt. Also, da kann man jetzt nichts sagen. Auf geht's wieder im schnellen Vorlauf. Den Tageswechsel. Jetzt sind wir im Januar. Jetzt schauen wir mal, ob wenn wir jetzt hier wieder sind, ob da wieder was reinkommt. Nein. Das heißt eben, jetzt können wir hier zum Sägewerk fahren. Molkerei unter einen Tag. Ja, das ist normal. So, jetzt haben wir 5 Uhr morgens. Sind hier am Sägewerk, da können wir noch ein kleines Stück vorfahren. So, machen wir erstmal den Motor aus. Ich würde sagen, so bis 7, 8 Uhr können wir spulen. Dann ist es hell genug und dann. Kaufen wir die Zuckerfabrik. Jetzt haben wir gleich 8 Uhr. Sehr schön. Machen wir noch ein bisschen langsamer. Weil ich ja dann hier jetzt am Ausladen. Ausladen. Ja, moin. Auslagern bin. So. Und zwar hier drin einmal Leerpalette muss raus. So, Bretterpalette muss raus. Und die Spanpalette muss raus. So. Sehr schön. Und jetzt können wir auch wieder unsere gewohnte Zeit einstellen. Mal 3. Nicht Werkstatt. Der soll dann fahren, Palettenlager abladen. Weil dann gehen wir nämlich in der Zeit. Hier haben wir keine Verbindung, oder? Nein, hier haben wir keine Verbindung. So. Der fährt jetzt zum Silo, lädt die Paletten ab und wir bewegen uns jetzt hier nach oben. Zeltstofffabrik. Und wir rennen jetzt einfach mal schnell hier vor. Das ist jetzt die leere Landfläche, wo wir ja schon gekauft hatten. Und jetzt einfach für 1,6 Millionen die Zuckerfabrik draufsetzen werden. Das Gute ist, die ist schon relativ vorgedreht. Nicht aufs Feld setzen. Fahren wir sie einfach so hin. Zack, und da ist sie. Da ist die Zuckerfabrik.
Wahnsinn, wir haben sie gebaut. Natürlich erstmal schnell Landschaftstool malen, Asphalt. Hier einen Weg malen. Und hier den Weg malen. Das lassen wir hier natürlich so stehen. Das sieht ja schon gut so aus. Ah, sie ist eigentlich gut drauf. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Die Zuckerfabrik wurde gebaut. Was ist eigentlich mit dir los? Jetzt tut er hier noch fertig arbeiten. Ja, habe ich schon gedacht, dass der eigentlich fertig wäre, aber ja. In dem Fall doch nicht. Wo ist denn eigentlich das andere LKW? Okay, das. Wieso habe ich da eigentlich keine Meldung bekommen, dass er da ist? Wir können den auf jeden Fall erstmal hier ausstellen. Ja, wir sagen, gehen wir erstmal hier zur Zuckerfabrik. Sehr, sehr schön. Hier können wir übrigens Sorghumhirse abgeben. Das heißt wieder etwas, was wir aus dem Lager rausbekommen. Hier ist der Zuckerrübenabgabebereich. Hier kriegen wir dann den Kompost und die Zuckerrübenschnitzel raus. Hier ist unser Abwasser. Hier ist unser Abholtrigger. Und hier geben wir Leerpalette ab. So, aber als erstes, bevor mir das passiert wie beim Ding. Die zwei Sachen auf einlagern. Die sind mit 1500 Sorghum, mit 500 Liter Wasser, 100 Strom und Leerpalette. Also der Strom muss halt erstmal hier hinkommen dann, ne? Das ist ja klar. Aber hier kriegen wir schon mal einen kleinen Teil, großen Teil rein. Genau. Rüber gucken. Oh ja, schön Abwasser. Oh ja. Erstmal die Gülle. Gülle wird erstmal Thema sein. Natürlich dann die Tiere jetzt allgemein. 50.000 Liter Gülle. Das reicht für 18 Stunden. Also wir können fast mit dem Gülle, was wir jetzt pro Tag produzieren, unser Klärwerk durchlaufen lassen. Und das ist sehr geil. Wenn wir jetzt hier mal gucken, wie viel Gülle wir brauchen pro Zyklus 72. Das heißt 22 Stunden, 22 Liter Gülle, 22.000 Liter Gülle fehlen uns noch. Sehr, sehr cool. Wenn wir sehen, wie viel wir produzieren, was wir noch nicht weiterverarbeiten können. Ja, Wasser haben wir jetzt halt schon einen hohen Verbrauch und wir generieren wenig, aber dafür haben wir ja auch den Ding am Hof. So. Der Kollege hier ist fertig. So, das heißt, wir können den natürlich
erstmal auf die Werkstatt stellen. Leer machen. Sauber machen. Und dann ist die Folge auch damit dann beendet. In der nächsten Folge werden wir uns dann eben um unsere Hühner nochmal kümmern, werden die Zuckerfabrik anfangen zu befüllen. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.